Und da sind wir wieder bei Heavy Rain. Diesmal wieder ich alleine. Unser Agent Norman Jaden vom FBI und Lieutenant Arschbacke von der Polizei werden jetzt ein paar Zeugen befragen, die uns helfen könnten, den Origami-Killer auf der Spur zu kommen. Das bedeutet, wir machen die Tür auf. Hallo? Hallo? Aufmachen! Ich bin vom FBI! Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Tja. Ich glaube, das hält dir nicht auf. Ne, überhaupt nicht. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Puh, legal. Und wenn schon? Lutsch seine Eier. Ich glaube, das interessiert den nicht. Na, holla. Was für eine kranke Scheiße. Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Alle Anzeichen einer mystisch-obsessiven Neurose kombiniert mit Verfolgungswahn. Luft. Es ist stickig hier. Die Fenster sind seit Jahren nicht geöffnet worden. Huch, was haben wir denn da? Lustige Tabletten. Schöne Bonbons. Nathaniel Williams ist unser Hauptverdächtiger. Er wurde schon verhört und lebt exakt im Bereich des Geoprofils. Er nimmt eine Auszeit von der Wirklichkeit, verkriecht sich in der abgedrehten Wohnung. Noch mehr Wunderbonbons. Heilige Scheiße, was nimmt der? Bessere Frage, was nimmt der denn nicht? Man muss kein Profiler sein, um zu merken, dass er kein Killer ist. Wir verschwenden nur Zeit. Tja, Lieutenant Arschbacke. Was machen wir hier? Jack! Das hier sieht ja schlimmer aus als bei mir. Heilige Scheiße, und noch mehr hat er Bonbons. Wo hat er die alle geklaut? Tja. Jesus. Ja. Und was haben wir da? Nee. Haufenweise Bücher, aber... Lieutenant Arschbacke, ich glaube, wir sind hier falsch. Der Typ ist zwar durchgeknallt, aber... Hier ist überhaupt nichts Origami-mäßiges. Der kann nicht der Origami-Killer sein, wenn hier kein Origami ist. Also, was machen wir dann noch hier? Wir sollten abhauen, bevor noch jemand hier hinkommt. Ja. Wie lange haben die eigentlich jetzt vor, uns hier festzuhalten? Oh oh, bis er kommt. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Alibi. Nathaniel. Wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein.
Nein, ich war allein. Arbeit. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit. Kreuze. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Also vielleicht weiß Blake ja doch, was er tut. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, Blake, nicht wahr? Was soll das? Er will mehr. Immer Lieutenant mehr. Lieutenant Arschbacke, lass ihn. Provokation bringt uns jetzt auch nicht weiter. Nein. Hör ich muss auf. Etwas tun. Er wird kommen. Er wollte das auch reicht. Das Kind aus dem Lassen Park. Sie ihn in die Ruhe. Stimmen quälten Sie die ganze Nacht. Lieutenant Blake, nur, jemand vom FBI gibt Ihnen Befehle. Scheiße, Blake ist komplett irre. Ich kann nicht untätig rumstehen. Sie gehorchten, damit Sie aufhören. Carter, Sie haben den Jungen haben Sie den Verstand verloren? War es nicht so? Hey, jetzt wird das aber langsam handgreiflich. Nein, stopp, stopp. Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein. Sag mal. Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde Sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, nochmal. Los! Waffe runter. Ruhig, Nathaniel. Niemand will Ihnen was tun. Waffe runter. Lieutenant Blake wird jetzt die Erde verlassen. In diesem Moment kehrt er ins Schattenreich zurück. Wesen der Finsternis, ich befehle dir, kehre zurück ins Reich der Schatten und gib unserem Nathaniel Frieden. Komm schon, komm schon. Du sollst bedauern, dem Gesandten Gottes zu begegnen. Du sollst die göttliche Macht erfahren. Waffe runter. Und jetzt die Waffe runter. Auf den Boden. O Allmächtiger, hilf uns im Kampf gegen das Böse. Schütze uns vor der schlauen List des Dämons. Möge der Allmächtige die Macht seines Reiches offenbaren. Und die göttliche Kraft Satan und andere böse Geister auf der Jagd nach Seelen in die dunkelsten Abgründe der Hölle schicken. Ich will nicht schießen. Ich will nicht schießen. Bleiben Sie ruhig. Alles wird gut, Nathaniel. Jetzt zurück. Langsam. Ganz ruhig. Ich will nicht schießen. Ich habe den Finger am Abzug. Ich habe ihn auf R1 zum Abdrücken, aber ich will nicht schießen. Die Waffe runter. Runter, Nathaniel. Komm, runter damit. Sei nicht dumm. Sei nicht dumm. Gut. Gut gemacht. Die Hände hinter den Kopf. Komm schon. Mach keine Dummheiten. Umdrehen. Okay. Scheiße! Ich habe ihn erschossen. Yep. Sieht so aus. Alter, der wollte doch was machen. Es war nur ein Kreuz. Scheiße. Wirklich schade. Los, wir gehen. Alter. Das Spiel hat mich verarscht. Warum macht er denn auch so eine scheiß plötzliche Reaktion? So eine plötzliche schnelle Bewegung. Ohne Quatsch, das hätte doch nur schief gehen können. Was hat er sich dabei gedacht? Mein Gott. Scheiße, jetzt habe ich hier einen Typen abgeknallt, nachdem ich so viel gute Arbeit geleistet habe, es nicht zu tun. Boah, so ein Arsch. Fehltritt. Danke, Spiel. Welch Ironie. Mittwoch, 10.37 Uhr, 48,36 mm. Ohne Scheiß, verarschen kann ich mich ja selber hier. Wenn er so eine plötzliche Bewegung macht, dann kann ich nichts machen.
dann bin ich verpflichtet, Notwehr einzusetzen. Susan Bowles, Mutter des letzten Opfers des Origami-Killers. Sie könnte etwas über die näheren Umstände zum Tod ihres Sohnes wissen. Kein Asthma im Moment, wunderbar. Der Inhalator ist in der Tasche für alle Fälle. Okay, unser Scott Shelby macht also weiter Ermittlungen. Ein Baby, das schreit. Hallo. Also eigentlich müsste ja jemand zu Hause sein. Keine Antwort. Ein Baby schreit drin. Kein guter Anfang. Unabgeschlossen. Ich sollte mich umsehen. Es sollte noch einen anderen Weg hineingeben. Wer kann denn ein Baby alleine zu Hause lassen? Toll. Die Eltern gefallen mir ja jetzt schon. Gut, irgendwo muss es ja was geben. Babygeschrei und keiner reagiert. Sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Benutzen wir halt die Hintertür. Die ist überraschenderweise offen. Hallo. Scheiße. Nanu? Ein Brief. Mrs. Bowles. Jemand da? Ein Brief? Was macht denn ein Brief da? Oh, mein Gott. Scheiße. Moment. Scheiße. Komm schon, mein Kleiner. Na? Suchst du deine Mama? Ich hasse Babygeschrei. Kacke. Na los, ich muss das Haus durchsuchen. Vielleicht ist es nicht zu spät. Kacke, wo könnte die denn sein? Wo könnte die sein? Nee, hier ist sie nicht. Hier ist sie nicht. Mrs. Bowles? Mrs. Bowles, sind Sie da? Sie muss da drin sein. Aufmachen! Komm schon. Verdammt. Sie darf nicht tot sein. Komm schon. Fuck! Scheiße. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Fuck! Aufwachen! Scheiße, sie hat sich die Pulsader durchgeschnitten. Mann, ey, was für eine verrückte Welt. Scheiße. Ja, was mache ich denn? Ich lege sie aufs Bett und rufe dann Hilfe. Okay. Guter Plan. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Okay, sie ist noch ansprechbar. Verbandszeug und Desinfektionsmittel. Das muss hier irgendwo sein. Und wo? Ich bin in einer fremden Wohnung. Wo gibt's denn sowas? Schnell, sie verliert Blut. Beeilung. Ja, wo? Das sind Kekse. Die brauche ich nicht. Verbandszeug ist bestimmt im Badezimmer. Toll! Badezimmer! Scheiße. Komm schon. Beeil dich. Geh doch nicht so lässig rum. Ach Gott, und jetzt haben wir wieder das kleine Steuerungsproblem. So. Okay. Verbandszeug. Wasch dir doch nicht die Hände! Ich wollte den Schrank öffnen! Okay, aber vielleicht sollte man die Hände schon sauber machen, bevor man hier verbindet. Ich brauch das. Und das. Und das. Okay. Verbinden wir mal. Wenn sie nicht schon tot ist.
Nein, sie lebt noch. Gut. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf sie auf. So, einmal festdrücken. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Wach bleiben. Komm schon. Okay, gut. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Jetzt denkst du an das Gott. Baby. Sie bleiben da. Ich schau nach dem Baby. Okay? Jetzt denkst du nach dem Baby. Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Okay. Wollte sich umbringen. Und denkt okay. Jetzt an das Baby. Gut. Als Privatdetektiv bin ich hergekommen. Und jetzt bin ich ein Babysitter. Sowas. Kacke. Mit Blut sollte ich verschmierten Fingern sollte ich kein Baby anfassen. Nee, das wäre nicht gut. Wasch mir das erstmal weg. Blut weg. Alles gut. Okay, okay. Okay, Benny. Du hast als Vater einmal versagt. Das wirst du jetzt nicht nochmal tun. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Na toll. Ich will nicht. Nein, nein. Oh Gott, ich kann doch keine Windeln wechseln. Ich weiß doch nicht, wie das geht. Okay. Wie ging das nochmal? Aufmachen, ja. Das kann ich. Okay. Dann neue Windel. Okay, okay. Das kann ich, ja. Dann einmal oben drauf und irgendwie seitwärts und scheiße und ja. Okay. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Was mit Popo abwischen? Stimmt's, Emily? Und wo hat er die Biobombe jetzt hingetan? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Vielleicht hat sie Hunger. Vielleicht hat sie Hunger. Wir haben doch gerade eine Flasche Milch gesehen. Geh da doch mal hin. Da, Milch. Milch ist gesund. Ich mach das Ding mal lieber warm. Für wie lange? Wie lange tut man das? Na klar. Jetzt weiß ich, warum du schreist, kleines Zimtsternchen. Mutter Shelby eilt zur Hilfe. Vielleicht hat sie Hunger. Ah, okay, ist fertig. Cool, so eine Maschine. Wer hätte gedacht, dass es sowas gibt? Hm. Ich hätte es einfach in die Mikrowelle getan. Egal. Okay. Hier kommt eine frische Milchlieferung und da liegt die Biobombe. Igitt, igitt. Ist ja ekelhaft. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Der Benny ist ein guter Vater, glaube ich. Der weiß jetzt, wie das geht. Dumm, da, dumm. Och Gott, ist das süß. So süß. Komm, trink aus. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch ein Bäuerchen machen. Scheiße, wie mache ich das denn? Tja, okay. Und ich Kreis drücken, ja, wie im richtigen Leben. Oh. Ah, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Ach, super. Jetzt soll ich dich auch noch langsam wiegen.
Schlafe, mein Baby, schlafe gut ein. Wenn du nicht schläfst, dann wird der Benny ganz sauer. Und wenn der Benny sauer ist, dann tötet er dich. La 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 la. Ich finde, das war ein gutes Wiegenlied. Und jetzt ganz sanft runter. Okay. Meine Fresse, ich denke, ich spiele einen Krimi und keinen... Wie gehe ich mit meinem Baby um? Meine Fresse. Davon muss ich mich aber erstmal erholen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.